Ich brachte euch Rettung aus größter Not, als ich zur Erde niederstieg. Euch wurde in Wahrheit der Heiland geboren, der Arzt eurer Seelen, der euch helfen wollte, von einer schweren Krankheit zu gesunden, der eure Leiden kannte und auch, wie es zu beheben war. Ich kam als Retter, denn die Menschheit war in größter Not. Sie ist aber auch heute in gleicher Not. Die Menschen sind befallen von einer Krankheit, die zu Tod führt. So ihr nicht ein Halt geboten wird, so nicht wieder der Heiland in Anspruch genommen wird, der allein ihnen zum Leben verhelfen kann. Doch die Menschen selbst erkennen ihre Krankheit nicht. Sie rufen nicht nach dem Arzt. Sie sind unfähig zum Leben und glauben nicht, solange sie noch ihr körperliches Leben haben, das allein ihnen begehrenswert dünkt. Die Not ist noch weit größer wie damals, als ich zur Erde niederstieg. Denn die Menschen kennen mich und haben mich vergessen. Die Menschen wissen um einen Arzt, der sie heilen kann, und suchen ihn nicht auf. Die Menschen rufen nicht nach einem Retter und stehen doch am Rande des Abgrundes. Die Nacht ist dunkel und das Licht sehen die Menschen nicht, das ihnen erstrahlt. Wohl schweifen ihre Gedanken zurück in jene Zeit, weil es zur Tradition gehört, einmal meine zu gedenken, der ich als Kindlein in der Grippe lag. Doch meines Kommens Bedeutung bedenken sie nicht, weil dazu ein ernster Wille gehört und die Erkenntnis der geistigen Not. Wer mich anruft im Herzen, dem will ich wieder ein Arzt und rechter Heiland sein. Wer zu mir seine Sünden trägt, dem will ich sie vergeben. Wer mir ein liebendes Herz darbietet, den will ich mit Gnade bedenken, mit Licht und Kraft mich zu erkennen und mein Erlösungswerk zu verstehen, auf das er Anteil hat daran und ich für ihn nicht vergeblich gestorben bin am Kreuz. Ich kam zur Erde nieder. Ich komme immer wieder zu meinen Kindern, so sie mich nur aufnehmen wollen, so sie mir in ihren Herzen die Krippe bereiten, so die Liebe das Herz fähig macht, mich darin aufzunehmen. Als wahre Arzt und Heiland will ich an denen wirken, die krank und schuldbeladen zu mir kommen. Ich will sie frei machen von Krankheit und Leid, von Finsternis und Sünde, so wie sie nur meine Gedenken und meine Mission auf Erden, so wie sie nur glauben an mich als der Erlöser der Welt, der sich eine Hütte zur Wohnung nahm, weil er zu den Armen, Kranken und Schwachen gekommen ist, die Hilfe brauchten in ihrer Not. Wieder will ich helfen und heilen, wo man gläubig mich anruft als Retter, bevor die Zeit erfüllt ist, denn sie geht ihrem Ende entgegen. Doch wer sich zuvor noch von mir heilen lässt, der braucht das Ende nicht zu fürchten, denn er wird leben in Ewigkeit. Amen.